und jetzt hinten gerade wieder Kontrolle, Verstopfung scheinbar am Häcksler oder was. Weiß nicht so genau, keine Ahnung, was er treibt. Müsste ich jetzt hinterlaufen? Ah, mal schauen. Nutzen wir die Gelegenheit, schauen wir uns mal die Ähren an. Tja, so schauen die aus. Schön reif, lassen jetzt die Köpfe hängen. Trocken, also wir wissen nicht genau wie trocken. Das ist was, was ich immer noch geplant habe für die Zukunft. Ich werde mal ein Getreidefeuchtigkeitsmessgerät anschaffen. Einfach um zu sehen, wie trocken ist so eine Getreide. Ja, sowas selber zu haben ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Und ja, wenn ich im nächsten Jahr dann wieder das andere Feld dazu habe, wird sich die Sache ja anbieten. Auf jeden Fall, so steht es da. Da, wo jetzt gerade keine Disteln sind, ist der Bestand eigentlich nicht schlecht. Ist auch ein schönes Stroh da, wenn man es hier so sieht. Klar, es sind immer ein paar einzelne Stängel oder so verkrüppelte Halme. Da haben wir zum Beispiel an. Naja, von dem brauchst du nichts erwarten. Aber im Großen und Ganzen, jo, steht die Sache doch sauber da. Ja, Windhalm natürlich auch drin. Da zum Beispiel. Der kehrt eigentlich nicht daher, aber gut, kehrt halt bei uns dazu. Das ist, wenn du nicht spritzen tust, dann hast du halt ein wenig Beigraut. Wurscht. Lieber da einstreu. Also später haben wir ja vor, einen Teil davon nicht zu häckseln. Der war dann als Stroh für die Viecher gedacht. Habe ich schon gesagt, nicht ganz so viel, weil ich ja nächstes Jahr Haarwendstroh habe. Und das Haarwendstroh ist eigentlich noch ein wenig besser. Halt ein wenig stachlicher das Ganze, aber vom Weizenstroh will ich schon ein bisschen, aber so einfach ein bisschen Reserve, ein wenig was für die Viecher da noch zu haben. Ist nicht ganz verkehrt, kann man immer brauchen. Ja, aber sonst steht der Weizen eigentlich wirklich super da, also kann ich nichts sagen. Für das, dass wir ja, wirklich wohl, wir machen ja nichts. Es wird geackert, es wird gegrubbert, es wird eventuell gekreiselt. Seht, gewalzt, Staub gelesen und dann, ja, dann wächst das Zeug vor sich hin. Wächst und wächst und wächst und wächst. Und dann irgendwann wird es halt geerntet. Tja, wir machen ja nichts weiter. Ich meine, wenn ich andere anschaue, die gehen ja dann her, dann müssen sie ja noch spritzen, einmal davor, dann spritzen sie, um es zu verkürzen, das Getreide, dann spritzen sie noch einmal welche und ich meine, ich habe das ganze Zeug ja durchgemacht, habe mit Sachkunde noch weiß gemacht, aber wenn es nicht sein muss, klar, die Disteln sind nicht schön, es gibt Schöneres, aber die sind halt da. Muss man mal gucken, wie man es auch biologisch bekämpft. Ja, ich habe mir schon über die Distel. Ich bin aber schon so ein Depp. Naja, auf jeden Fall, es läuft doch. Die Ernte läuft. Ja, mir scheint da den Häcksler jetzt gerade ausgeschaltet. Schaut zumindest noch am Schwad aus, was hinten rauskommt. Ich komme nicht deichen, aber könnt schon sagen. Schauen wir mal. Da kommt wieder gerollt.
der Stroh. Da. Da fährt er. Nachdem er jetzt gerade loses Material hinten rausfallen lässt, also man sieht den Unterschied zum Gehäckselten. Gehäckselt liegt sehr schön breit und hier, ja, fast schon sauber, kannst du sagen. Können wir die Gelegenheit einmal nutzen. Es fällt ja jetzt alles schön hinten raus in eine Bahn und können einfach mal schauen, wie schaut es eigentlich aus mit Ausfallgetreide. Also, da haben wir ein bisschen Bruchkorn, wie man sieht. Nö, nicht einmal, das ist so ein ganz kleines Körnle. Ganz kleine war es. Da ist Bruchkorn. Na, mal schauen, ob ich das hochkriege. Da liegt wieder so ein ganz kleines. Ja. Haufen Spelzen. Da liegt da ganz kleines drin. Gut, das könnte das von oben gewesen sein. Da liegt eins, das ist ganz leicht, da ist nichts drin. Das ist leer. Es ist überschaubar, so ja mal. Es ist überschaubar. Ganz ohne Ausfallgetreide wirst du mit dem Drescher nicht hinbringen. Dann müssen wir es da wieder das Gebläse runterstellen. Dann reinigt er das Getreide, was auf dem Hänger kommt, aber schlechter. Dann hast du dann noch mehr Spelzen auf dem Hänger. Scheiße. Willst du ja nicht. Ja. Die Alternativen ist Gebläse aufstellen und dann sind halt so ganz leichte Körner, die sowieso recht verhunzt sind. Die pfeifen halt dann hin und hinaus. Ja. Geht dazu, so ist das halt, ne? Aber es läuft. Es läuft. Schaut ganz gut aus. Machen wir die Schwaden da wieder ein wenig zu. Das wird eine Aktion für die AB12. Da darf sie wieder zeigen, was sie kann. Oh, ich habe bloß die Befürchtung, die Schwaden können zu dick sein. Auweia, mein Presskanal ist doch bloß 1,20. Aber ist nicht schlimm. Muss liegen, blub, blub, liegen. Aber so, wie gesagt, der Strug fällt mir ganz gut. Das ist in Ordnung, kann man so sehen. So, liegt sauber da. Klar, ist jetzt nur nicht feucht, ist logisch. Unten drin ist immer ein bisschen Restfeuchtigkeit. Und ja, da wo die Disteln da hinten drin waren, ist mit Sicherheit auch feuchtes Gemüse dabei. Das bleibt dann einfach noch liegen. Dann könnte man mit Schwade reingehen und könnte es einmal wenden, moin, in der Sonne liegen lassen und moin pressen. Ja. Mal schauen, was kommt. Denken wir schon. Auf jeden Fall, es läuft. Die Ernte läuft. Bin froh drum. Und wenn alles in trockenen Tüchern ist, dann trink mal ein Bier. Ich glaube, der Kontank ist voll. Der kommt heim. Heidewitzka, ist der schnell. Oh, ich glaube, ich stehe gerade ungünstig. Die Stabwolken. Also oberhalb von Drescher hätte ich jetzt nicht stehen wollen. Schöner Stabwolken. Ja, ich laufe mal mit Laufen, glaube ich, brauche eher mal einen Schluck zu trinken.
Gott Dank den Laden. Ja, wie schaut jetzt auf dem Kipper aus? Asu. Das ist so eine Getreide. Wie gesagt, das sind natürlich immer Spelzenanteile mit drin. Aber gut. Sortentechnisch ist das die Sorte Batis. B-A-T-I-S. Batis. Ja, wird als Futterweizen durchgehen. Was anderes wird es wohl nicht werden. Das ist irgendwie eine alte Sorte. Von dem, wo wir sie gekriegt haben, die haben die raufgeholt zu uns zum Ausprobieren. Jetzt haben wir bei unserem normalen Verkaufshändler angerufen. Batis kennt er nicht. Naja, wir sollen nochmal den mit iPhone. Die schauen sie sich einmal an und dann entscheidet sich, was wird. Wenn wir Pech haben, bleiben wir drauf sitzen, dann haben wir einen Haufen Futter getragen. Keine Ahnung. Ein Zeich. Ist jedenfalls als Futtergetreide angebaut. Und nicht als Backweizen offiziell. Aber wir haben es auch schon gehabt, dass wir Weizen reingefahren haben, der wirklich als Backweizen durchgegangen ist. Ich meine, so wenn man sich die Ausbeute anschaut und die Ernte, das sind schon schöner Körnler, also da gibt es nichts. Richtig schön. Naja, schauen wir mal. Nach der nächsten Ladung war der Kipper so ziemlich. Ja. Naja, randvoll ist er da nicht. Da passt dann schon noch irgendwas drauf, aber dann schauen wir mal. Und dann, wenn es reingefahren wird, sehen wir schon, was dabei rumkommt. Ja, warum die ganzen Vorsichtsmaßnahmen mit IHC am Gruppe, Wasserwagen, Feuerlöscher und. Mein Vater hat mir gerade ein Warnsignal gegeben, hat mit der Hupe und hat in der Richtung gezeigt und ich sehe es gerade. Seht ihr das? Auch da brennt es wieder. Sagt, was der wollt, ne? Aber wenn die Jahre so trocken sind, liebe Spinner, da Vorsorgemaßnahmen und man kann irgendwas dagegen machen und kann zumindest ein bisschen was eindämmen und hat ein bisschen eine Chance, als dass der dann alles brennt. Klar, wenn es brennt, kann immer ein Maschinenzerbruch gehen, es kann immer was mit wegbrennen. Aber wenn du es zumindest eindämmen kannst. Ja, so ja, Spinnerei oder nicht. Aber das da hinten ist nicht schön, das schaut gar nicht schön aus. Da steht morgen wieder ein Zeitungsbericht drin, das könnt ihr glauben. Oh Mann. Bei der Wärme, bei der Trockenheit, die Donare irgendwo da draußen. Irgendwo bei Dölnitz da hinten aus, da waren Felder noch nicht gedroschen. Für mich ist das Schlimmste. Wenn ich das sehe, kein schöner Anblick, tut mir leid. Und mir tun da die Leute leid, die es trifft, weil ich habe es selber erlebt, ich habe es am eigenen Leib erlebt, wie es ist. Das muss man definitiv nicht machen. Da könnt ihr glauben, dass ich doch ein bisschen Angst und Respekt davor habe. Haltet mich für blöd, aber es ist so. Schlimm. Widmen wir uns wieder die schönen Sachen. Da kommt ja der Drescher, der Disteldrescher. Pfui, pfui. Sollen wir gleich ein wenig Distelsamen abpacken? Optimal für Bienen und Hummeln. Doch genau das Richtige für die ganzen Öko-Fuzzi. Könnt ihr in euren Garten pflanzen. Kratzdistel.
Sturm. Distelsamensturm. Ui, pui. Ich poste die ganze Zeit auch ein wenig Bilder auf WhatsApp und Instagram. Haben bestimmt schon einige gesehen. Ja, einige haben schon geschrieben, sauberes Ergebnis, sauber ausgedroschen. Ja, ich habe geschrieben, naja, für einen 40 Jahre alten Drescher, oder ein bisschen über 40 Jahre alten Drescher, ja, kann man es schon hinnehmen. Könnten weniger Spelzenanteile sein. Hat tatsächlich einer zurückgeschrieben, beim modernen Drescher muss das nicht zwangsläufig besser sein. Es kommt immer auf den Fahrer an, was der einstellt. Und das klingt doch erfreulich. Ja. Freut mich zu hören. Mein Vorredner, der hat es natürlich drauf. Ich meine, der macht das schon ein paar Jahre länger. Der weiß, was er tut. Und ja. Spricht doch für sich. Ich meine, klar, ein bisschen Distelsamen sind dabei und Klette ist dabei. Aber sonst schaut das Getreide gut aus. Und weil es immer so schön heißt, Insekten sterben, die Landwirte bringen alles um. Also gerade nach dem Dreschen ist immer interessant zu sehen, was im Getreide alles unterwegs ist. Was den Weg durch den Drescher durchgefunden hat. Ich meine, wer jetzt hier an dieser Stelle kommt und sagt, ne, du kannst ja nicht ja arm Heuschrecken und Heuhüpfer und alles da damit durchdreschen. Nö, es ist nun mal so, ich kann die schlecht vorher rausjagen. Aber im Getreide ist gewaltig Leben unterwegs und ja. Kleine Käferchens, hier und da, da zum Beispiel, da krabbelt noch einer. Ab und an sieht man noch Grashüpfer da drin, Heuschrecken, da ist alles Mögliche drin vertreten. So viel zum Thema, ja, wir haben ja keine Insekten mehr und wir bringen alles um. Nein, natürlich nicht. Da hinten ist zum Beispiel ein Grashüpfer. Da oben drauf der schwarze, was sich so zuckend vorwärts bewegt. Klar, die sind jetzt ein wenig da ab, weil sie jetzt durch den Drescher durchgekommen sind. Und das Gebläse hat sie herumgeschleudert und dann waren sie im Kondang. Und dann sind sie auch vom Kondang wieder rausgepumpt worden mit den Schnecken. Und sind jetzt da gelandet. Aber es ist auf alle Fälle Leben da und wir bringen die ja nicht einfach um. Wir Landwirte sind ja auch froh, wenn es kreucht und fleucht. Es gibt Getreideschädlinge, die man nicht haben möchte, aber es gibt natürlich auch Lebewesen, die man auf jeden Fall haben wollen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, was da denn noch im Getreide an Leben drin ist, wenn du das frisch ausgedroschen hast. Ja, und wie gesagt, das Dreschergebnis selber ist natürlich immer ein bisschen Distel dabei. Hast du überall
Ja, Spätzen sind noch drin. Ab und an haben wir Kannle, die sich halt nicht ausdreschen lassen haben, hier zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen schaut die Sache doch gut aus. So Leute, wir haben jetzt Freitagmorgen. Irgendwas im Holz stecken. Ja, scheiß Dreck. Der Vater hat heute das Getrage verfahren. Und den Lieferschein haben wir hier. Tja. Schlag am Graben. Gespanngewicht 10,66 Tonnen. Dara-Gewicht, die Ladung 5,4 Tonnen. Vollkorn 74, Ausputz 9, Schwarzbestand 1. Feuchte 8,9. Ui, schon fast zu trocken. Eieiei. Rohprotein. Und da haben wir auch die Sorte Badis. Und Anlieferung. Et voilà. Ja, wer wünscht sich's denn? Brauweizen. Jawohl, da wird Bier draus. Kapuzinerweizen zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Das freut mich. Ha, haben sie es doch genommen und die Qualität so gut, dass es für Brauweizen gereicht hat. Passt. Ja gut, das wären jetzt 5 Tonnen waren. Ich denke mal, das was wir jetzt da noch haben, war noch einmal sowas um die 5 Tonnen sein. Davon bleibt das Teil für mich. Also er hat schon gesagt, vom Breitlaufen her schätzt er so um die 11 bis 12 Tonnen insgesamt. Kann hinkommen. Müsste ich jetzt mal ausrechnen, wie viel das dann auf die ganze Fläche ist. Aber ich denke, das ist für unsere Verhältnisse, für unseren Boden eigentlich annehmbar und eigentlich ganz in Ordnung. Freut mich auf alle Fälle, dass es die Irex jetzt dann doch angenommen hat, beziehungsweise die Ruckdeschel Iruso. Und ja, dass es sogar als Brauweizen durchgeht. Respekt. Jo, Probe haben sie ja auch genommen und kriegst du dann immer so ein eingeschweißtes Tütchen mit. Das ist dann dieses da. Probeziehung anerkannt, Datum 26.07. Der gute Weizen. Ja. So schaut es aus. Erster Teil ist weg. Angenommen worden als Brauweizen. Hervorragend. Das freut mich. Und dann kann es ja heute weitergehen. Ja, schauen wir mal. So, jetzt ist es mittlerweile Freitagmittag. Und ich habe gerade den KL300 vor meine AB12 gespannt. Die ist einsatzbereit soweit. Ballenzähler wieder genullt. Gelenkwelle dran. An die Zapfwelle angeflanscht. Und ja, ein bisschen Garn ist noch drauf von dem blauen, vom alten. Das lasse ich jetzt drauf, bis leer gelaufen ist. Dann fahre ich rauf und dann wird das Garn gewechselt. Es gibt zwar die Möglichkeit, normalerweise anzuknoten. Habe ja schon mal probiert, hat bei mir nicht funktioniert, ist nicht durch die Nadeln durch. Naja, versuchen wir es so. Auf jeden Fall, wir legen jetzt da mal los. Bis das Garn leer ist, dann fahre ich hier rauf in den Schatten, wechsle hier oben das Garn bei Bedarf und dann geht's weiter.
Kannst du gleich nochmal, ich glaube 10 Stück waren es oder so. Das letzte Schwad, da vorne ist der Fahrer im Einsatz. Ja, also der Stroh, was ihr habt, das reicht auf alle Fälle. Zuletzt habe ich geguckt, waren wir bei 145. Pressen wir es gar und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis ausschaut. Schlepper ist unglaublich. Ich liebe den KL300. Der ist einfach geil. Der macht, was er soll. Ja, Stroh gepresst. Was haben wir geschafft? 182 Büschel. Läuft. Passt. Einziges Problem, was wir haben. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man das Garn tauscht. Aber es ist nicht leer geworden. Ja, mei. Wenn wir mal krumm mitmachen, kann ich euch das immer noch zeigen, wie man es Garn tauscht. Weil jetzt einfach rausreißen, solange noch ein bisschen was drauf ist, ist auch irgendwie Blödsinn. Da dazu kommen wir anders mal. Ja, der Hund links an meiner 100 und ein paar zerquetschten Ballen. Schaut ja urig aus. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. Und ja, der Drescher. Da in Aktion. Da schwingen wir uns jetzt vielleicht einmal mit hoch. Oder auch nicht. Jetzt wieder eilig. Einer auf dem Häckel gut. Ei, oh mei, oh mei, oh mei. Aber ich habe fast das Gefühl, der Kipper wird nicht mehr voll.
Naja gut, es waren wie gesagt irgendwas um die 5, was habe ich vorhin gesagt? 5,2? Keine Ahnung. Tonnen. Naja, und jetzt halt nochmal halbe Kippe, aber wir verkaufen jetzt alles. Wir behalten es nicht. Weil immerhin der Jurusa drin. Vier Mann, hat er gesagt, haben das Ding, den Haufen inspiziert auf dem Kipper drauf. Na schau, ist er wieder aufgetaucht, dem Reilly sei Ball. Den hat er im Frühling da reingetragen. Haben das inspiziert und wussten nichts damit anzufangen. Angeguckt, in ihren Destinei und, die Satten gesucht und. Und dann kommt da einer, Herr Fischer. Ja. Sind Sie damit einverstanden, wenn wir das nur als Brauweizen durchgehen lassen? Ja, Grundes, so hat er gesagt. Naja, eigentlich war es ja als Futterweizen gedacht. Wenn das als Brauweizen durchgeht, ist doch optimal. Freut uns natürlich umso mehr. Und das ist der Grund, warum wir es verkauft haben. Wir kriegen dafür dann noch einmal an Weizen, an Futterweizen von Bekannten. Also wie gesagt, wenn man gute Qualität abgeben kann, warum soll man gute Qualität nicht abgeben? Wäre man dumm. Tja. Ich weiß, warum er jetzt so rumdrischt. Der Wind steht gerade so schön. Da ist die Staubwolke wenigstens nicht im Gesicht. So ist die Staubwolke im Rücken. Da ist das Fahren ein wenig angenehmer.
Ja, Leute, und das war's mit dem Dreschen 2019. Alles gut gegangen. Dankeschön. Da hat das Gebet vielleicht geholfen. Freut man sich drum, wenn nichts passiert ist. Ernte ist eingebracht. Die Kippe ist nicht mehr ganz voll geworden. Also ich schätze mal, das könnten um die 4,8 bis 5 Tonnen sein. Also haben wir einen Gesamtertrag auf die Fläche von 5,2. Also ca. 10 Tonnen. Das ist so in etwa das, was der vor der Jagd gesagt hat. Naja, auf 2,71 Hektar 10 Tonnen. Ohne Kunstung, ohne Spritzen. Ich denke, das ist in Ordnung. So schauen die letzten Kanäle aus. Das passt. Na gut, ich hänge jetzt unten den Grubber ab. Hol den IHC hier rauf und hänge den gleich hier an. Dass wir es umparken können oder bei Bedarf gleich wegfahren. Heuwinde kommt wieder rein. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja, nach der Ernte sauber machen angesagt. IHC mit Kipper erst einmal von der Halle hier weg. Der Gruppe ist wieder geparkt, ganz normal erst einmal. Und der Heuwinde auch. IHC steht mit Kipper da. Mein Bruder kehrt jetzt hier gleich den Dreck zusammen, weil es ist auf Wochenende Regen gemeldet. Habt ihr mal die Kehrmaschine in Aktion. Düsen Saftblusen. Scheinbar verstopft. So ein Ding zu haben ist schon Gold wert. Also ohne, alles immer mit Hand kehren, da wirst du dumm und deppert. Ja, manche Lohnunternehmer können so ein Ding glatt gebrauchen, wenn die irgendwo Acker haben oder was. Die müssen schauen, wie sie ihre Straßen sauber bringen. Wir haben eine passende Kehrmaschine. Der Dreck ist vorhin zusammengekehrt worden. Wir haben zwischenzeitlich dann Abend gegessen. Und jetzt ist es, wird jetzt 7:45 werden. Wir räumen jetzt das Heu noch rein. Machen wir mit dem Radlader mit der Mulde. Vater fährt gerade 21 Ballen heim. 21 Stück kriege ich drauf. Das ist ein gutes Maß, ohne dass dann gleich die Hälfte verloren geht. Ja, gerade ein paar Ballen draufgeladen. Und natürlich hat sich gleich einmal einer verabschiedet. Der war schon irgendwie so unförmig, habe ich noch gedacht, na den, wenn ich jetzt anpacke und bang, wurde ich nur unten. Naja, ist Stroh, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe gesagt, das Stroh muss ich nicht zwingend daheim haben, es ist gut, wenn man es hat. Aber ja, gut, dann ein Ball weniger. Wenn der aufgeht und hier liegen bleibt, dann bleibt er hier liegen. Das ist mir egal. Auf jeden Fall, so schaut das Ganze jetzt aus. Mein Bruder ist da vorne unterwegs, der macht die Rinnen am Weg runter sauber, weil es ist
Regen gemeldet, vorhergesagt, 50% Wahrscheinlichkeit. Es soll aber im Laufe des morgigen Tages 14 Liter geben. Tja, schauen wir mal. Die grüne Fläche, die man da sieht, das sind die Kartoffeln. Nicht nur, da steht auch aber ein Haufen Milde drin. Ja, müsste ich ja mal abends Lust und Zeit haben und runtergehen und halt die Milde wieder ausreißen. Wäre das Einfachste, aber naja. Auf jeden Fall, jetzt werden die Ballen hier auch weniger. So haben wir die Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen. Da liegen schon nur noch 2, 4 Stück. Wir haben uns jetzt einfach hierher was gearbeitet. Radlade, ich stich sie immer mit der Gabel drauf. Ich habe da so eine schöne alte Mistgabel. Die ist normalerweise bei mir im Pferdestall. Dadurch meinen Mist mit rausschaufeln. Da geht es optimal dafür. Und ja, die geht natürlich auch optimal da. Ne? Die hat schöne breite Zinken, die sind schön weit auseinander. Packt es gut an. Richtige Heugabel habe ich nicht, sowas besitze ich nicht. Schon mal überlegt, ob ich es mal anschaffe, aber solange ich die habe, wenn es doch geht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt befördern wir das schön heim. Und dann passt das. Ja, und jetzt gerade aktuell, die Feuerwehr ist wieder ausgeruckt. Keine Ahnung wohin. Auf jeden Fall immer unschön. Jedes Mal, wenn die Feuerwehr irgendwo ausruckt, unschön. Hat nichts Gutes zu heißen. Ja, und gestern, das was ich da gefilmt habe, die Rauchschwaden, das war ein Mähdrescher. Zumindest laut Zeitungsbild hat es ausgeschaut, als wäre es in New Holland gewesen. Ein neuer Mähdrescher. Vollständig ausgebrannt und Flächen mit abgebrannt. Ja, und bei Stadt Stanich ist auch Fläche abgebrannt. Da war auch ein Stück Wald in Brand gestanden. Waren wohl 15 Hektar insgesamt, die da gebrannt haben. Ja, nicht schön. Nicht schön bei der Trockenheit. Und da waren auch deutlich eine große Menge Feuerwehren unterwegs. Und die konnten vor Glück reden, dass der Wind gedreht hat. Sonst hätte das Ganze noch viel schlimmer ausgehen können. Spaß ist das jedenfalls nicht. Definitiv nicht. So, und wieder befinden sich 21 Ballen auf dem Heimweg. Radlader fährt jetzt oben entlang an der Hecke. Puh, es wird weniger, es lichtet sich. Naja, 180 Ballen, da fährt man schon ein paar Mal, ne? 9 Mal fahren auf jeden Fall. Aber macht nichts. Das ist jetzt das dritte Mal. Also liegen noch 6 Mal vor uns. Und dann sind die Ballen normalerweise daheim. Dann habe ich schönes Weizenstroh, schönes Einstreu, das mir auf jeden Fall wieder bis nächstes Jahr reicht. Ich meine, ich habe ja noch genug Altbestand auch. Und dann passt das. Ja, und der Rest ist, wie gesagt, alles gehäckselt, sieht man ja. Es sind zwar ein wenig so dickerer geworden und klar, der alte Häcksler, der häckselt, der ist nicht so mikroklein wie die modernen, aber es ist Dünger, es liegt auf dem Feld und es ist gut so. So, und jetzt warte ich wieder, bis er kommt und tue ein paar Ballen gleich wieder zusammenschieben, weil dann geht es ein bisschen schneller und dann können wir vielleicht nach vorne hin arbeiten. Wäre mir eigentlich auch ganz recht, wenn wir nach vorne arbeiten. Weil logischerweise, wenn wir nach hinten arbeiten und wir sind hinten fertig, da kann ich den ganzen Weg vorlaufen. Und ehrlich gesagt, ich bin heute lauffaul. So, da befindet sich der letzte Rest Stroh auf dem Heimweg. Ja, das war's. Dafür räumen und dann ist Feierabend und Schluss. Und dann sind wir eigentlich für dieses Video am Ende. Ja, wir sehen uns vielleicht später noch mal ganz kurz. Der Handy ist durch, der Drescher ist sauber, alles gründlich gewaschen. Samstag auf 12 Uhr rum kommt das erste Spezialvideo. Ende-Spezial, der erste Teil davon. Ja, und der zweite Teil, den habt ihr dann jetzt quasi gesehen. Die Ernte ist durch, das Stroh haben wir gestern alles heimgebracht, ist alles schon verräumt oben.
Wir haben jetzt aktuell gerade den Mähdrescher gründlich gereinigt. Alle Klappen offen gehabt, die Vaterschnecken und alles gründlich rausgeputzt, rausgewaschen, wo es nicht geht. Also hat natürlich sowas gereinigt. Und jetzt kommt der Sturm unten halt zum Ausdruck noch. Und die Dochtan muss er noch raus abfetten. Dann müssen noch Locher getauscht werden. Und dann ist er eingemottet. Ja, und damit wären wir für den Anti-Flock-Spezial quasi definitiv am Ende. Als Endresümee bleibt noch zu sagen, die Ernte sah folgendermaßen aus. Der erste Kipper waren 5240 Kilo. Der zweite Kipper, da habe ich mich etwas verschätzt, haben wir uns alle verschätzt, waren 3620. Macht ein Gesamtgewicht von 8860 Kilo, also 8,86 Tonnen. Die Fläche, die wir haben, ist 2,88 Hektar groß. Davon müssen wir abziehen 0,18 Hektar für die Kartoffeln. Die gehen da weg. Macht eine Fläche von 2,7 Hektar. Macht auf die Hektargröße berechnet 3282 Kilo oder ja, 32,82 Doppelzentner aufs Hektar. Ja, so an sich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Ist ja quasi, wir sind zwar nicht biologisch zertifiziert, als Ökolandbau zertifiziert, aber für das, dass wir nichts weiter dran gemacht haben, ist der Ertrag an sich nicht schlecht. Wir hatten wenig Wasser, muss man dazu sagen. Der Bestand hat einige Zeit gebraucht gehabt, bis er hochgekommen ist. Ist aber dann schön hochgekommen. Wir haben keinen zusätzlichen Dünger draufgefahren, außer den Mist von meinen Viechern. Wo der Ertrag immer schlechter ist, ist oben an die Bäume entlang, das ist ganz klar. Da wird es einfach nicht mehr. Das muss man einfach akzeptieren. Da kannst du so viel Dünger draufhauen, wie du willst. Die Bäume, die ziehen unheimlich. Und wenn es nicht der Dünger ist, dann ist es die Feuchtigkeit. Sprich, da oben wächst es immer schlechter. Ist einfach so. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich top zufrieden. Der Ertrag ist in Ordnung. 3, ach Quatsch. Ja, doch. 3,2 Tonnen auf Hektar. Ja. Kann man hinnehmen. Wie gesagt, das ist als Brauweizen durchgegangen. Das ist sehr gut. Für das, was wir erst gedacht haben, kommt schlechter. Backweizen wäre es unter Umständen gewonnen, wenn die Körner noch einmal größer gewesen wären. Dann wäre es besser gewesen, bei ein bisschen mehr Wasser. Wobei du dann wieder das Problem hast, du hast zwar dann eventuell größere Körner, aber durch mehr Wasser hast du dann anders Unkrautzeug mit drin, was du nicht haben willst. Macht dann wieder schlechter. Hatten wir auch schon. Und dann wird es kein Braun- und kein Backweizen, sondern dann ist es wirklich Futterweizen. Und wie gesagt, also da können wir für das Ergebnis zufrieden sein. Uns passt es, uns reicht es. Wir hatten wenig Arbeit damit, das muss man klar dazu sagen. Und was will man mehr? Ja, auf jeden Fall. Hiermit ist dieser Vlog zu Ende. Wie es ackerbaulich unten weitergeht, erfahrt ihr dann wieder ganz normal in den nächsten Videos. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch einen schönen Restsonntag. Ich hoffe, dieses Spezial hat allen gefallen und ich hoffe, es findet noch gut Anklang. Der erste Teil, naja, war eher so ein wenig mittelmäßig, sage ich mal, vor die Aufrufzahlen. Ich hoffe mal, dass dieser zweite Teil hier besser wird. Und wie gesagt, jetzt wünsche ich euch erst einmal was. Bis demnächst. Servus, euer Michel.